Willkommen bei The Nosy Rosie, willkommen bei der Gen Z Gay News Show im August. Ja, willkommen in der themenfreien Woche. Wie versprochen gibt es von mir wieder Gay News. Was, ich muss es gleich dazu sagen, dieses Mal nicht so einfach war, denn es gibt nicht so viele tolle Gay News. Und die größte News, über die ich immer wieder gestolpert bin bei meiner Recherche eben, die hat mich so genervt und ich muss jetzt einfach an euch weitergeben. Und es ist wirklich schockierend. Philipp Lahm ist nicht schwul. Oh mein Gott! Ich weiß auch gar nicht, wieso alle das denken oder warum war das vorher schon so ein Gerücht. Also ich meine, ich interessiere mich nicht wirklich für Fußball und ich habe das auch nicht wirklich mitbekommen. Wusstet ihr, dass es Gerüchte gibt, dass er schwul ist? Also ich wusste es nicht. Und er veröffentlicht ja demnächst ein Buch und da kam wohl ein Auszug, wurde schon veröffentlicht und da outet er sich als hetero. Also er ist nicht schwul, aber er hat natürlich nichts gegen Schwule, sagt er. Und was er auch sagt ist, er rät keinem Profifußballer sich zu outen, da das wohl sehr schwere wäre. Naja, mit so einer Einstellung kann das auch nichts werden. Also, danke für deinen Rat. Daumen runter, Philipp. Sao Paulo. Der konservative Politiker Apollinaris, nein, Apollinaris tatsächlich heißt Apollinario, wollte eine Hetero-Pride veranstalten. Also quasi ein CSD für Heteros. Und ich denke, er wollte damit sich ein bisschen über die Schwulen und Lesben lustig machen. Und danke, ihr lieben Brasilianer, ihr habt es abgewehrt. Dieser Hetero-Pride wird nicht stattfinden, denn er würde nur zur vermehrten Homophobie beitragen. Und deswegen wurde das Ganze gecancelt. Sehr gut, Daumen hoch. Und Taiwan. Dort haben sich 80 lesbische Paare unter dem Motto Barbie and Barbie's Wedding getraut, beziehungsweise es war nur eine symbolische Hochzeit, denn in Taiwan ist es nämlich verboten, also es ist noch nicht erlaubt, es gibt keine eingetragene Lebenspartnerschaft, geschweige denn eine angeglichene Ehe für Schwule und Lesben. Und deswegen war noch eine kleine Demonstration mit, wie gesagt, 80 lesbischen Paaren und über 1000 Gästen, die dann alle schön in weißen Kleidern sich getraut haben. Eine schöne Sache, finde ich. Ob es was bringt, wer weiß. Aber auf jeden Fall echt ein gutes Statement. Dafür Daumen hoch. Und zu guter Letzt, die neue Elmec ist erschienen. Ich habe sie noch nicht ganz durchgelesen. Dieses Mal ganz unter dem Thema Lust auf Landluft. Ja, viel über Lesben auf dem Lande, aber auch schöne andere interessante Themen. Das erste, was mir aufgefallen ist, als ich aufgeschlagen habe, ist diese Werbung vom ADAC. Und da dachte ich mir, hallo, nur weil ihr jetzt da so 6 kleine Männchen hinmacht, die lesbisch, schwul und hetero sind, deswegen ist es noch keine gute Werbung für ein lesbisches Magazin. Also da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr einfallen lassen, finde ich. Naja. Ganz interessant fand ich den Artikel Mordsfrauen, ein Auslaufmodell. Sieht so aus, das ist eine kleine Zusammenfassung von verschiedenen Krimis von lesbischen Autorinnen oder mit lesbischen Figuren darin. Daraus, lustigerweise, liest meine Freundin gerade eine Reihe von Anne Holt, hier die. Kann ich nur empfehlen, also ich habe es noch nicht gelesen, ich kann es nur empfehlen, ist quasi ein Zitat von meiner Freundin. Allerdings soll ich euch warnen, denn wenn ihr den Artikel darüber in der AMAC liest, dann bekommt man schon ganz schön viel verraten. Also zwar nicht unbedingt über die Krimis an sich, sondern eher über das Privatleben der lesbischen Hauptfigur. Aber trotzdem möchte man das ja noch nicht wissen, weil das ist ja eigentlich noch spannender als die Fälle an sich, oder? Also liest es aber mit Bedacht und wenn ihr denkt, das wird zu viel, halt auch zu lesen, und lest lieber vielleicht die Bücher. Anne Holt kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, wurde mir gesagt, ich werde sie auch mal durchlesen, die ganzen Bücher. Und zum Thema Musik gab es diesmal in der AMAC ziemlich viel, also mehrere Seiten Musik. Da ich auch immer auf der Suche bin nach guten neuen Bands, ist das immer eine meiner Lieblingsrubriken. Und ich habe mir gedacht,
Es ist ganz schön viel Arbeit, sich jedes Mal die ganzen Bands rauszusuchen, um sich anzuhören, was die MBAG einem da empfiehlt. Und deswegen habe ich euch eine kleine Playlist zusammengestellt. Den Link schreibe ich euch unten in die Infobox. Und zwar habe ich auf Groove Shark, das ist eine Seite, auf der man kostenlos Musik hören kann und auch Playlists anlegen kann, euch eine Playlist zusammengestellt mit den Alben der jeweiligen Künstler, soweit sie zur Verfügung standen. Manche Künstler, die noch nicht so bekannt sind, habe ich auch leider nicht gefunden, aber es war, glaube ich, nur eine oder zwei, die da jetzt nicht mit drin sind. Aber ansonsten sind alle drin und mein Top-Favorit war, jetzt habe ich wieder vergessen, wie die hießen. Ich mach's mal kurz an. Das hier fand ich, glaube ich, ganz gut. Hallo? Oh. Ach, es kommt. Ist das? Ja, The Sounds, die fand ich ganz gut. Aber ich möchte nicht mit euch jetzt hier anfangen, Musik zu hören. Ich bin ja nicht, ich liebe dich TV. So. Ja, ansonsten gibt's wieder viele tolle Artikel. Aber die möchte ich euch jetzt nicht alle vorlesen. Dafür könntest ihr euch dann die MX selber kaufen. Also, Elec gibt es wieder seit letztem Freitag im Handel. Ja. Gut, das war's von mir. Das waren die leider spärlichen Gay News für den August. Man möchte ja fast schon sagen August, September. Es ist ja der 31. und morgen ist schon September. Aber ich weiß gar nicht. Ich schau mal schnell, ob es im September Gay News gibt. Ob die nächste themenfreie Woche, ist die im September oder ist die dann schon im Oktober? Nein, es gibt keine. Also werden das die Gay News August, September sein und nächstes Mal sehen wir uns dann wieder im Oktober, also mit den Gay News. Nächste Woche. Oh, nächste Woche kommt ein sehr interessantes Thema, nämlich das Thema Verhütung. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich drauf. Der werde ich auf jeden Fall da sein. Ich fahre morgen ins Saarland zu meinen Eltern. Vielleicht werde ich viel filmen und wieder ein kleines Filmchen zusammenstellen und auf meinen Kanal stellen. Aber Mittwoch nächste Woche bin ich schon wieder hier und dann gibt es ein Video von hier. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, die Jen. Ach ja, ne? Und hier mein T-Shirt habt ihr alle schon gesehen. Die meisten kennt es ja schon. Ich habe es ja schon mal auf Facebook vorgestellt. Und, aber für die, die es noch nicht wissen, dieses T-Shirt hatte ich beim Hamburger CSD an und ich habe euch alle darauf unterschreiben lassen, alle, die mich gesehen haben und angesprochen haben. Und ja, so sieht es aus. Ich habe irgendwie gesehen. Also viele, viele Unterschriften. Vielen Dank dafür nochmal. Das Foto davon habe ich auch schon auf Facebook hochgeladen, also da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe ansehen. Falls ihr noch nicht auf Facebook uns befreundet seid, könnt ihr ja uns mal anklicken und euch das Foto angucken. Ja, auf jeden Fall war es echt schön auf dem CSD und jetzt habe ich noch ein Problem. Kann ich dieses T-Shirt waschen? Ich muss zugeben, ich habe es nicht gewaschen seit dem CSD, ich habe es auch nicht getragen. Ich habe es nach dem CSD ausgezogen, so in den Schrank gelegt und ist nur für jetzt angezogen. Das stinkt ein bisschen. Aber, also es war, eigentlich ist es ein wasserfester Stift. Ich hoffe, wenn ich das T-Shirt wasche, dass die Unterschriften nicht weggehen. Ich kann es ja auch von Hand waschen. Fragen über Fragen. Nee, bis dann.